Ist jetzt an? Perfekt. Genau, also der kommende Vortrag wird von einem Trio an Mitarbeitenden von Bearing Point gehalten, und zwar von Dr. Stefan Ludwig, Alexander Krings und auch von Daniel Dadun. Und das heutige Thema ist zentrale Plattform, der Schlüssel zur effizienten Nutzung von Marktdaten und Stammdaten, Chancen und Risiken bei Neueinführung und Architekturoptimierung. Viel Spaß. So, vielen Dank. Hört man mich schon durch das Mikrofon? Ja, super. Genau, herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Wir sind eine Beratungsfirma und helfen unseren Kunden, Banken, großen Institutionen bei der Einführung von externen Datenplattformen, Datenströmen und auch mit der Verwaltung von diesen. Mein Name ist, haben Sie gesagt, Stefan Ludwig. Ich bin eher in Richtung Marktdaten und Datenuniversum unterwegs. Wir haben später noch einen kleinen Teil von Dr. Alexander Krings. Er wird für das Thema Stammdaten oder Gattungsdaten vortragen. Und dann haben wir noch einen kleinen Abschnitt in Richtung ESG-Daten. Und Sie sehen schon, das sind viele, viele Daten, die natürlich auch bei Ihnen wahrscheinlich ankommen. Und es geht ein bisschen darum, wie verwalten wir diese Daten, wie kommen sie rein. Und unser heutiges Thema ist zentrale Plattformen. Wir haben letztes Jahr hier einen Vortrag gehalten, da ging es um eine Umfrage. Es war relativ spannend, die Ergebnisse zu sehen. Wir haben wirklich einige Institute in ganz Europa befragt zu ihrem Stand, zu den verschiedenen Datentypen, wie sie auch die Zukunft sehen, und können sie auch auf unserer Website direkt runterladen oder uns ansprechen dazu. Jetzt, für dieses Mal haben wir gedacht, okay, zentrale Marktdatenplattform, ich weiß, Sie kennen dieses Thema sicherlich und haben auch schon wahrscheinlich schon viele Versuche unternommen, das zu implementieren oder haben es schon implementiert. Wir haben auch Kunden, die es aus unserer Sicht sehr gut eben gemacht haben und sehr gut implementiert haben und sehr zufrieden sind mit ihrer Lösung. Andere haben noch verschiedene Säulen, in denen sie Daten bekommen und in 50, 100 verschiedene Systeme einschleusen, kleine Datentools haben, um sie aufzubereiten. Und genau darum geht unsere Geschichte heute. Genau, zentrale Marktdatenplattform. Das ist einfach ein Bild, so ein bisschen zu verstehen, klar. Sie wissen es alle, es ist ein riesenkomplexes Universum. Ich nenne das immer Multidimensional Problem. Also wir haben einfach in jeder Dimension relevante Entscheidungen, die dann doch ihren Lösungsraum, ihr Lösungsvektor verändern. Das ist einmal die, welche Anbieter von Daten habe ich, ja? Kann ich die wechseln, diese Datenanbieter, ja? Welche Wege habe ich, welche Fileformate habe ich? Welche Schnittstellen habe ich? Wie oft bekomme ich die? Klassen. Möchte ich Daten aus dem asiatischen Markt haben? Aus anderen Ländern? Vielleicht auch nur singuläre Daten, also einzelne Datenströme. Ja? Ansonsten bin ich in Europa unterwegs und so weiter. Zeitkritikalität ist auch eine große Frage, die viele Kunden uns stellen. Es gibt Plattformen, die sind super gut in dem End-of-Day-Data, um das zu harmonisieren, zu validieren und dann eine schöne Risikoanalyse draus zu fahren. Aber dann sagt das Front-Office-System, nein, wir bräuchten es schneller. Gibt es solche Daten? Ja, es gibt sie. Welche machen das? Welche Datenplattformen können das? Sind Fragen, die aufkommen. So, und dann natürlich haben Sie eine unglaubliche Anzahl von Abnehmersystemen. Und Abnehmern auch in große Systeme werden Daten reingeleitet, dann werden sie nochmal umgeleitet um kleinere Systeme. Genau, das ist einfach ein großes Universum. Ja, und dann natürlich Vertragskostenmanagement, ich glaube, das ist jedem klar, kommt dann nochmal on top. So, ich möchte Ihnen einfach ganz kurz so ein bisschen ein, zwei Punkte an die Hand geben, die wir einfach in den letzten Projekten mehrfach gesehen haben. Bei der Umsetzung von solchen zentralen Plattformen, vielleicht möchten Sie das ja auch in Angriff nehmen oder umstellen, Ihre Plattformen. Genau, eines der wichtigsten Punkte sind die Zuständigkeiten. Ja, wir sind in Projekte gekommen, wo einfach sagt, ja, wir wissen ungefähr, wer der Ansprechpartner ist und so weiter. Und wenn man das dann aufbaut, dann werden es einfach sehr viel mehr Personen. Wenn man direkt in die Bank fragt und habt ihr was mit Marktdaten zu tun? Die meisten sagen, nein, haben wir nicht. Ja, aber dann gibt es an jeder Ecke irgendjemanden, der dann doch verantwortlich ist für einen Stream. Also diese Zuständigkeiten klar zu machen. Und ich sag mal, am besten wäre es dann so eine Intranet-Seite oder sonst was zu haben und ganz klar Ansprechpartner zu nennen. Die wechseln ja auch heutzutage schneller als früher.
Ansprechpartner zu nennen, Kommunikationswege klar aufzuzeigen. Das ist eine Voraussetzung, die man nicht gerne angeht. Es ist so, ja, machen wir dann später, wenn wir dann mal den schönen Universum haben und so weiter. Im Vorhinein, das ist unsere Empfehlung, das zu tun. Wir haben ein großes Projekt gehabt zu einer Einführung von einer zentralen Plattform aufgrund von festgefahrenen Strukturen. Das heißt, große Datenanbieter haben ihre Schnittstellen natürlich in die, ich sag's ja nur mal, 50 bis 100 Systeme gebaut, haben Schnittstellen gebaut, man hat sie aufgebaut und sie sind schwer veränderbar, vor allem in dieser Fülle veränderbar. Ja, und wir haben einen anderen Kunden, der hat das wirklich gesagt, nein, das lasse ich nicht zu. Ich möchte, dass die Datenvendoren meine Daten liefern in dieses zentrale System hinein und ich dann einen Inhouse-Identifier baue. Und wenn es nur diese eine ID ist, ja, und dann die Daten innerhalb dieser ID weiterleite in meine nachgelagerten Systeme. Und mit diesem Kniff, und das ist tatsächlich dann doch ein größerer Umbau, aber mit diesem Kniff hat es er geschafft, einfach zu sagen, ich bin völlig unabhängig von wem ich die Daten bekomme. Wenn es jemand günstigeren gibt, kann ich einfach wechseln. Ich habe meine Daten sozusagen unter meiner ID laufen die in die nachgelagerten Systeme rein. Wir haben viele Kunden, die das eben nicht haben. Ne? Und dann ist die Frage natürlich, bekommen wir das? Ist das sinnvoll? Machen wir das? Analyse. Ja? Müssen wir analysieren. Ja? Das kann ich nicht sofort sagen. Aber ich glaube, das ist also ein Hauptmerkmal dieses Kunden, der sagt, hey, ich kann den Datenanbieter einfach wechseln innerhalb von Monaten und nicht innerhalb von Jahren. Genau, Herausforderung ist klar, diese Schnittstellen, die ich gerade beschrieben habe, einmal Aufwand, ja, da muss man durch. Einmal, das kann man machen. Ich glaube, das Wichtigste war, unsere Erkenntnis aus den letzten Projekten war diese interne Koordination der verschiedenen Fachbereiche. Ja, dass man halt nicht sagt, ja, wir kennen ungefähr die Leute und meistens fast jede Bank oder jede Institution hat so eine eigene kleine Marktdatengruppe oder manchmal auch eine Abteilung. Die dann versucht, sozusagen die Daten oder die Informationssysteme zusammenzuhalten, mit den Leuten sprechen und vorab klären, wann solche Umsetzungen passieren können. In vielen Fällen sind wir einfach gesagt, ja, wir müssten das genau so machen, wir möchten diese Schnittstelle umbauen, um Daten reinzuliefern und dann sagt das große System, ja, aber wir haben einen Release-Zyklenkalender, der ist halt schon 3 Jahre vor im Voraus gegeben, das ist alle halbe Jahre. Können wir uns nur an diesen Release-Zyklenkalender dranhängen und sagen, wir können da und da umbauen und nicht einfach mal so wie wir es in unserem Prozess abgebildet haben. Ja? Ist wichtig, einfach vorab mit den Personen in Kontakt treten. Genau, vielleicht einfach mal, ich sag mal, so 3 Kernmessages. Es gibt viele, viele verschiedene Facetten, das ist ganz klar. Aber so 3 Dinge, die wir wirklich gesehen haben, ist dieses Zuständigkeiten im Vorhinein festlegen und das vielleicht auch nicht an Personen machen, sondern eben an Abteilungen oder an Gruppen und sagen, okay, ihr braucht jemanden, der dafür zuständig ist, ja, und wir sprechen euch dann an. Und einen Kommunikationsweg aufzeigen. Ich habe es vorhin mit dem Internet erwähnt, ja, dass man einfach sagt, okay, wer entscheidet was? Ja, es gibt so viele Leute, man braucht einfach mal irgendeine Information und dann sagt man, ich habe eine Schnittstelle und da habe ich einen günstigen Lieferanten und den bin ich jetzt einfach mal in mein System an, schnell eine Schnittstelle und so weiter gebaut. Wenn Sie eine zentrale Plattform haben, dann muss das natürlich koordiniert werden und das kann dann lang sein, eine Anfrage stellen oder erstmal suchen, wer ist überhaupt dazu zuständig. Ne? Das muss einheitlich sein und klar definiert werden und auch konsequent eingehalten werden. Und dann kann das auch schnell gehen. Ja, aber das muss irgendwo transparent sein. Sonst haben Sie jedes Mal immer so ein halbes Chaos und 50 E-Mails hin und her fliegen, wer jetzt was für was zuständig ist. Wir selbst empfehlen natürlich, es ist klar, eine Vorstudie zu machen. Und jeder macht eine Vorstudie, wenn er neue Systeme einführt oder wenn er irgendwas ändern will. Das ist auch klar. Aber die muss schon, sag mal,
einen Mehrwert bieten. Ja, also dass wir dann irgendwann sagen, ja, wir machen eine Vorstudie, damit wir es gemacht haben und dann wechseln wir irgendwann die Plattform, das reicht nicht aus. Man muss in dieser Vorstudie wirklich mit den Leuten reden und die Personen identifizieren, die Termine identifizieren, ja, die Auswahl der Daten, die man braucht, identifizieren. Diese Vorstudie sollte eigentlich umfassend sein. Ja. Und auch wenn Sie dann später in die Gespräche gehen mit den verschiedenen Anbietern von Datenplattformen oder von Providern, ich kenne das natürlich, da haben wir Longlist und Shortlist und dann haben Sie dann die drei aus. Das sind wirklich Unterschiede in den Plattformen drin und die sollten Sie herausarbeiten. Ich habe das auch selbst erlebt, da hat man Plattformen eingekauft aufgrund von Kriterien, die man halt vorher nicht so grundsätzlich oder sich gut abgeholt hat. Ja, und später hat man einen Daten- oder einen Plattformanbieter genommen, der super stark in der Eigenschaft war. Ja, ich sag mal ganz ehrlich, in der Schnelligkeit der Datenverarbeitung. Man hat das im Endeffekt gar nicht so gebraucht in dieser Schnelligkeit. Und das war einfach der Hauptgrund, warum man diesen Vendor oder diesen Plattformanbieter ausgewählt hat. Und das war nicht nötig. Das hat man erst hinterher festgestellt, weil man mit mehr Menschen geredet hat, weil man mehr Analyse gemacht hat. Das kann man in einer Vorstudie verhindern. Genau, und der letzte Punkt ist, diese Anpassungen, die müssen natürlich auch koordiniert werden, ne? Wenn Sie wirklich Ihre Schnittstellen anpassen wollen. Da können Sie es natürlich gerne sagen, ja, wir machen das pro System, es sind ja auch größere Systeme dabei, geht das einfacher oder in einem Release, dann haben Sie sich auf das Release geeinigt. Wir nehmen ein System und machen dann alle Schnittstellen, die wir liefern, machen wir in einem Ruck. Und dann kommt natürlich und sagt, nee, so geht das nicht. Ist viel zu aufwendig, dann müsste man das dann anders kategorisieren. Das muss man vorher sich einmal bewusst machen und und wirklich auch, ich sag mal, managen oder absprechen. Ne? Also pro System, pro Datenkategorie, pro Importschnittstelle, pro Zeiteinheit, ja, brauchen Sie schnell, langsam und so weiter. Das müssen Sie, das sind auch alles ein bisschen Richtung Vorstudie, das müssen Sie vorher absprechen. Sonst kommen Sie kommen da zu diesem Punkt, egal wie Sie Ihre Daten einführen. Sie kommen zu dem Punkt und sagen, jetzt brauchen wir die Entscheidung. Und dann macht man Projektänderungen, Reorganisation und so weiter. Und das kann man von vornherein verhindern. Okay, vielen Dank. Und jetzt sagt Ihnen der Alex Kings, was zu den Stammdaten. Bin ich schon drauf? Noch nicht. Ich stelle mich noch kurz vor, Alexander Krings mein Name, Senior Manager bei BearingPoint, schon recht lange dabei, im Kapitalmarktgeschäft viele Projekte gemacht, architekturelle Projekte auch, regulatorische Anforderungen umgesetzt, Prozessoptimierung und in den vergangenen Jahren habe ich mich auch verstärkt mit Stammdaten beschäftigt und das Thema ist sehr relevant, deswegen haben wir das einfach mit hier aufgenommen in die Präsentation. Im Kern geht es um die Hebung von Effizienzen in der Stammdatenverarbeitung und Verteilung. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Modernisierung der Handelsarchitektur sehr entscheidend ist für viele unserer Kunden und die ganzheitliche Betrachtung dieser Modernisierung der Handelsarchitektur sollte halt auch ein wesentliches Ziel sein, um die Zukunftsfähigkeit zu sichern, zu erhalten, zu stärken im Kapitalmarktgeschäft. Und ein Teilaspekt davon ist halt die Stammdatenverarbeitung, die Stammdatenverteilung. Da gibt es zahlreiche Optimierungspotenziale, weil wir bei unseren Kunden sehen, dass an der Stammdatenarchitektur teilweise Jahre, Jahrzehnte nichts gemacht wurde. Die Daten gingen ein, die Daten wurden verarbeitet, jeder hatte das, was er brauchte und Optimierungen wurden nicht vorgenommen. Kernaspekt ist natürlich die Architektur, die sehr komplex ist. Es gibt eine Vielzahl an Systemen, komplexen Schnittstellen, auch Eigenentwicklungen. Das sehen wir uns gleich nochmal an. Aber es werden auch Daten durch die Bank geschleust, es wird sehr umfangreich abgenommen. Ja? Und die Daten, die es immer schon gegeben hat, die werden noch weiterhin verarbeitet. Und alles das, was dann nachträglich noch draufgesattelt wurde, wird dann auch noch on top verarbeitet. Und teilweise ist gar nicht mehr so klar, welche Daten werden überhaupt benötigt. Und die umfangreichen Daten, die abgenommen werden, werden auch bezahlt. Also ist ganz klar hier ein Kostentreiber. Dann die Schnelligkeit der Datenverarbeitung ist natürlich ein Kostentreiber. Stichwort Realtime, Neartime. Verarbeitung ist natürlich Umsetzungstreiber und insgesamt muss man sagen, dass vielen Banken, wo wir drin waren in den Projekten, man auch einfach sagen muss, dass es redundante Datenabnahmen gibt, dass es ineffiziente Datenverarbeitung gibt. Was sind die Ansatzpunkte? Ach, jetzt hätte ich es fast vergessen. Es gibt natürlich noch externe Herausforderungen. Es gibt ja die Umstellung vom VM-Datenservice.
viele Kunden, Großteil der Kunden hier nehmen ja die Daten vom WM-Datenservice ab. Und das sind natürlich auch Anpassungsbedarfe fachlicher Art, technischer Art, die die Kunden umzusetzen haben und die auch schonungslos aufdecken, wo die Schwächen in der Stammdatenverarbeitung bei den Kunden eben entsprechend liegen. Ansatzpunkte zur Kosteneffizienz ist natürlich die Architektur selbst, dass man prüft, ob man konsolidieren kann, dass man das umsetzt, eine Systemkonsolidierung, dass man redundante Datenverarbeitungen eben entsprechend eliminiert und dass man auch guckt, dass man passgenauere Datenabnahmen hinbekommt, dass man auch diskutiert mit den nachgelagerten Einheiten, welche Daten werden wirklich benötigt und einfach auch ein bisschen aufräumt in der Architektur. Wir haben hier mal was mitgebracht, unsere Insights, was wir so sehen. Wir klammern jetzt mal die Ausgangsschnittstelle bei den Kunden aus. Immer dann, wenn man was emittiert, muss man ja auch Daten zur Verfügung stellen zur weiteren Verteilung. Wir sind jetzt hier auf der Seite Dateneingang bei den Kunden des Datenproviders und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Kunden aufgestellt sind. Es gibt spezialisierte Lösungen, Referenzdatenmanagementsysteme. Es gibt Standardlösungen, Standard im Sinne von Kernbanksystemen, die auch Stammdaten verarbeiten und Eigenentwicklung. Und der Stefan hat es eben gesagt, wir haben ja letztes Jahr hier unsere Markt- und Stammdatenstudie vorgestellt und da sieht man ganz klar, dass das noch eigenentwicklungsdominiert ist, weil 2/3 der Institute, die wir befragt haben, auch angegeben haben, dass sie eine Eigenentwicklung im Einsatz haben. Genau. Grundsätzlich unterscheidet sich das gar nicht so stark, ob ich jetzt eine spezialisierte Systemlösung habe oder eine Eigenentwicklung in der Datenverteilung. Was es aber komplex macht, ist, dass in vielen Architekturen noch interne Verteilerschichten zusätzlich in der Architektur mit drin sind. Was natürlich der wesentliche Unterschied ist bei einer Eigenentwicklung, ist, dass ich viel höheren Umsetzungsaufwand habe, wenn ich dann auch Anpassungen beispielsweise vom Datenprovider her eben entsprechend umsetzen muss. Bei den spezialisierten Systemlösungen, ich weiß nicht, wie sehr Sie sich damit auskennen. Ich würde es einfach gesagt haben, da gibt es auch Marktführer. Ja, GCWM von Interlust zum Beispiel oder WPS von Wagner und Partner, die da eingesetzt sind bei vielen unserer Kunden. Systemkonsolidierung habe ich angesprochen, ist ein Thema, was viele Kunden auch eben entsprechend untersuchen. Wesentlichstes Ziel ist daher immer auch Komplexität aus der Architektur rauszunehmen, die Architektur zu vereinfachen, zu verschlanken und darüber die Randkosten eben entsprechend zu senken. Wir sehen, dass es viele Eigenentwicklungen gibt, viele komplexe Schnittstellen und es gibt genug Hebel, eine Konsolidierung durchzuführen. Wir haben hier mal ein Beispiel mitgebracht, wie das aussehen kann. Da wurde auch im Rahmen einer Vorstudie erarbeitet, welche Möglichkeiten, Ansatzpunkte für eine Konsolidierung bestehen. Und ganz klar, hier sieht man, es ist eine spezialisierte Systemlösung im Einsatz, die auch auf dem aktuellen Release läuft. Es wurden Eigenentwicklungen abgelöst. Es gibt viele Systeme, die überschneidende Aufgabengebiete haben innerhalb der Architektur, die teilweise ersetzt werden können und wo wir das neu gebündelt haben, diese Aufgabengebiete. Der Host wurde abgelöst im Rahmen des Projekts. Man sieht in der aktuellen Standard- oder in der alten Standardarchitektur viele hostbasierte Anwendungen, in der Zielarchitektur dezentrale Anwendungen. Und es wurden auch interne Verteilerschichten eben entsprechend eliminiert über das Projekt. Insgesamt ist darüber die Zielarchitektur natürlich zukunftsfähig für die Zukunft gemacht worden und die Rangkosten sind erheblich gesenkt worden. Zusammenfassend, Sie machen wahrscheinlich alle Projekte zur Optimierung der Architektur. Was halt wesentlich ist, ist, dass man die Stammdatenverarbeitung, Verteilung nicht vernachlässigt, dass man das betrachtet. Es gibt diverse Hebel und Ansatzpunkte, um die Architektur zu vereinfachen. Ich habe von der Vielzahl an Systemen und Schnittstellen gesprochen, komplexe Schnittstellen. Ich habe von doppelter redundanter Datenhaltung gesprochen, dass man darauf schaut. Das führt natürlich alles in allem zu hohen administrativen Kosten. Was halt auch wichtig ist, ist, dass man sich an die Eigenentwicklung ranmacht. Da ist viel alter Code drin, veralteter Code.
Manchmal steigen da viele gar nicht mehr durch. Teilweise sind die Programmiersprachen so alt, dass man keine Experten dafür hat. Einfach draufschauen auf die Eigenentwicklung. Da gibt es vielfältige Ansatzpunkte. Stefan hat gesagt, eine Vorstudie ist immer empfehlenswert. Nicht nur im Marktdatenumfeld, auch im Stammdatenumfeld. Das würden wir an dieser Stelle empfehlen. Und natürlich ist das ein großes Projekt und es erfordert hohe Investitionen. Aber wir sind davon überzeugt, dass sich das im Long Run auf jeden Fall auszahlt, da dran zu gehen. Gut, dann will ich jetzt an den Daniel übergeben zum Thema ESG-DA. Vielen Dank, Alex. Danke sehr. Genau, natürlich haben wir jetzt noch neben den Markt- und Stammdaten eine weitere Datenkategorie, und zwar das Thema ESG-Daten, was auch in Zukunft von der Regulatorik den Druck natürlich auch erhöht, diese Datenpunkte auch, sage ich mal, in Unternehmen einfach zu erfüllen. Und da haben wir natürlich gewisse Komplexitätstreiber auf der Ebene. Zum einen haben wir natürlich auf der Regulatorik-Seite zunehmend den regulatorischen Druck, sei es die EU-Taxonomie, die CSRD, die SFDR, wo eben die Unternehmen, auch gerade Finanzinstitute, eben Fondsprodukte richtig kategorisieren müssen, Wirtschaftsaktivitäten, finanzierte Emissionen einmal darlegen müssen und nicht nur einwerten müssen, sondern auf der Datenebene tatsächlich sagen und etablieren müssen, wie kann eine nachhaltige Wirtschaftsaktivität über Daten belegt werden. Sie können sich vorstellen, das sind enorme Herausforderungen, mehrere hunderttausende Datenpunkte, die auf die Unternehmen zukommen. Und da ist natürlich auch auf ESG-Integrationsseite die Frage, wie wollen wir die Daten in Zukunft abgreifen? Wie wollen wir das Reporting für die Investoren sicherstellen? Und wie kann man auch eine Zentralisierung etablieren, sodass man auch ESG-Daten effizient in Zukunft in-house nutzen kann und dementsprechend das Dienstleistungsangebot so erfüllen kann? Dann haben wir natürlich auf Stakeholder-Ebene die steigenden Anforderungen im ESG-Bereich. Das heißt, wir haben hier eben Stakeholder, die erhöhte Nachfrage nach ESG-Produkten haben. Auch hier wieder der regulatorische Druck. Aber auch, Stichwort Greenwashing, der Druck, wirklich diese Fondsprodukte auf Asset-Manager-Seite wirklich richtig zu kategorisieren und aber auch eben über eine geeignete Datenarchitektur eben zu, ja, einmal zu erfüllen. Und das ist natürlich auch immer dann das Thema, wie stelle ich meine Daten intern auf. Dann haben wir das einmal das Thema Performance. Wie kann ich ESG-Daten wirklich messbar machen? Einmal auf Risikomanagement-Ebene. Das heißt also, ich schaue mir an, welche Kreditrisiken habe ich und mappe die auch gegen meine Klimarisiken oder eben gegen Biodiversitätsrisiken. Das heißt, auch hier ist der Anspruch an Daten sehr hoch und hier empfiehlt natürlich sich auch eine Zentralisierung von den ESG-Daten. Dann haben wir auf der Marktseite, wie agiert der Markt, gibt es Best Practices, die man etablieren kann, die man im effizienten Datenprozess nutzen kann und vielleicht auch ein bisschen sein eigenes Datencenter noch weiter optimiert. Und schlussendlich, wozu soll das Ganze führen? Am Ende des Tages wollen wir natürlich den Investoren, den Unternehmen und den Verbrauchern nachhaltige Investitionsentscheidungen ermöglichen. Und hier sehen wir auch den sehr starken Trend. Natürlich wollen wir am Ende des Tages die finanzierten Emissionen reduzieren. Wie wollen wir sie reduzieren? Wir wollen sie nachhaltig reduzieren. Und hier sehen wir auch in den Jahresabschlüssen der Finanzinstitute eben einen ganz starken Fokus auf CO2-schwere Industrien. Das heißt, ich zeige meine Investoren auf, beispielsweise Stahl, Zement, Luftfahrtindustrie, wie viel Tonnen, 1000 Tonnen CO2 ich emittiert habe, wie viel ich finanziert habe und was ist vielleicht auch the road to go, wie will ich das Ganze reduzieren und wie will ich das Ganze nachhaltig reduzieren. Das heißt, hier kommen sehr, sehr viele steigende Datenanforderungen im ESG-Bereich und natürlich ist dann die Frage, wie baue ich mein Datencenter auf? Speise ich die Daten von extern? Kann ich sie direkt verwerten? Sind die Daten bereits aggregiert oder brauche ich eben Lösungen, wo ich eben intern noch bewerten muss und aufwendige Analysearbeiten fahren muss? Und in diesem Zusammenhang ist natürlich die Frage, welche Datenlösungen gibt es überhaupt am Markt? Auch aufgrund der erhöhten Nachfrage sehen wir natürlich sehr viele Datenlösungen am Markt und einen Dschungel, wo eben auch das Unternehmen erstmal durchsichten muss, was sind denn die geeigneten Datenanbieter hier. Und wenn wir hier einen Blick drauf werfen, ich möchte Sie jetzt hier nicht überfordern mit den ganzen Datenlösungen und deshalb hier ein bisschen den Blick auf die Finanzen werfen und auch aus unserem Projekt so ein bisschen erzählen.
Hier haben wir altbekannte Anbieter wie eine Refinitiv, eine Bloomberg, eine deutsche Börse, eine Factset, die eben für Forendaten beispielsweise sehr relevant sind. Und hier hat sich eine Kooperationspartnerschaft gebildet mit dem Software-Datenanbieter Snowflake. Wir haben es auch eben im LSEC-Panel gehört, dass eben auch Snowflake genannt wurde, was KI angeht. Aber die sind auch sehr, sehr fortschrittlich, was ESG-Daten eben angeht. Und in diesem Zusammenhang bietet eben Snowflake in der Integration eines, zentralen ESG-Data Hubs eben folgende wesentliche Vorteile, die eben den Unternehmen erleichtert, die Daten direkt auszuwerten und auch eine direkte Einführung von ESG-Daten zu haben. Einmal die breite und tiefe Abdeckung, das heißt, wir haben ein unglaubliches Pensum von ESG-Live-Daten beispielsweise, die über eine API gespeist werden können. Dann haben wir eben auch sehr, sehr viele Unternehmen, über 100.000, wo eben ESG-Leistung gemessen werden kann. Und das über sehr, sehr viele Branchen. Das heißt, hier ist auch eine gewisse Vergleichbarkeit gegeben. Denken wir an ESG-Lieferkettengesetz. Da wird einmal die ganze Supply Chain auch aufgehebelt. Und da muss natürlich auch geschaut werden, wie kann ich meine Scope-3-Emissionen offenlegen, also vor- und nachgelagerte Lieferkette. Und das wird immer relevanter. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll für ein Unternehmen zu schauen, wie kann ich bereits hochqualitative Daten, auch mit einer gewissen Historie, die hier auch Snowflake bietet, über 10 Jahre in meinen Datenhaushalt integrieren, sodass ich sozusagen auch dort nicht mehr die Anforderung habe, das einzeln inselhaft zu analysieren und wo vielleicht auch ein gewisser Stück Datenqualität dann auch fehlt an dieser Stelle. Und natürlich am Ende des Tages als Chief Sustainability Officer möchte ich zukünftig in der Lage sein, am besten wirklich per Knopfdruck mein Reporting mit den Nachhaltigkeit-KPIs zu erstellen. Und das ist natürlich eine neue Quelle auch für die Business Intelligence Software dann in-house. Genau. Neben der ESG-Integration haben wir natürlich nicht nur jetzt den Fokus auf ESG, sondern wir haben auch noch weitere Beratungslösungen, die wir als ganzes Spektrum auch anbieten in der Sicht. Stefan, da könntest du noch bestimmt noch mal ausführen. Genau. Okay, danke dir, Daniel. Ja. Letztendlich, das waren auch schon so unsere drei Themen. Marktdaten, Stammgattungsdaten, ESG-Daten. Wir haben verschiedene Streams in unserem Team, die diese Datenbedarfe abdecken und würden uns natürlich sehr freuen. Und vielleicht haben wir jetzt auch noch Zeit für kurze Fragen. Ja, das wäre doch super. Vielen Dank schon mal für die Aufmerksamkeit. Gibt es denn Fragen? Wir haben heute schon eine ganze Menge über AI gehört. Ja, wir haben das Wort AI eigentlich nicht aufgenommen, aber das steht jetzt doch auf dieser Folie. Ist ein großes Thema. Es sind auch AI-Spezialisten natürlich in unserem Team. Aber bei der Einführung von diesen Plattformen wird das schwierig sein. Ich sage mal, AI ist sehr weit oben, ja, an dem End-User, an dem Vernutzer. Wenn der eine Frage hat, können die wahrscheinlich mit AI sehr gut beantwortet werden, aber alles, was unten drunter gehebelt werden muss, ne, alle Daten, die angeliefert werden, ob die Qualität richtig ist, ne, ob das Datum richtig ist, das kann eine AI nicht direkt entscheiden. Sie kann es verbessern, wenn man das sieht oder wenn man Routinen implementiert, die so etwas aufdecken, ganz sicher. Aber das AI ist halt eben das, was an den Enduser getragen wird, und unten drunter brauchen Sie einfach eine stabile und solide Datenbasis. Sorry, hier. Ja, ich hatte eine Frage. Wenn Sie sagen, Sie haben schon viele zentrale Datenplattformen bei den drüben bedienen, ob es jetzt ARM oder Asset Manager ist, wirklich egal, implementiert. Sie haben gerade davon gesprochen, dass viele Datenquellen zusammengefunden werden, wenn du sagst, Datenthema ist. Wie viele Ihrer Kunden haben denn eine tatsächliche Validierung, ob es Marktdaten oder Stammdaten sind, eine richtige Validierung in dieser Plattform oder dahinter geschaltet? Können Sie das beziffern? Wie viele Daten Sie doppelt sozusagen empfangen? Ja, also einfach eine Validierung der Daten. Ja. Die valide sind oder nicht und bei Ausweis auf die aussortiert, ob es eine Vorweglösung gibt oder ja, das kommt darauf an, für welchen Zweck Sie die Daten verwenden. Wenn Sie die Daten für Front Office verwenden oder für Ihren Fonds verwenden, da brauchen Sie nicht Realtime-Daten, aber Neartime oder kurzfristige Daten, sind die halt überschlagsmäßig validiert, die allermeisten, ja, mit Sonderroutinen oder eben durch so eine zentrale Datenbank. Wenn Sie für das Risikocontrolling oder was wir auch vorhin hatten, zum Beispiel Marktgerechtigkeit,
hoffe, das ist Ihnen auch ein Begriff, ist auch eine sehr wichtige Komponente in der Bank. Ja, da brauchen Sie halt valide Daten, das heißt, Sie haben richtige Routinen, manche von diesen Routinen. Also ich habe das schon gesehen, das wird dann mit Excel-Sheets, dann werden Daten ausreportiert, ne, werden validiert, Vier-Augen-Prinzip, ja, gilt dann wieder zurückgespielt. Aber so ein Risikokontrolle, das braucht halt valide Daten, das heißt, Sie müssen jedes Datum, das Sie da reinstecken, halt wirklich grundsätzlich validieren, da darf nichts falsch sein. Ne? Sonst springt Ihnen diese Risikoberechnung, dieser Algorithmus weg. Ja? Und wenn Sie das nachts laufen lassen oder abends anfangen mit dieser Risikorechnung, die meistens die Nacht drüber geht, der sackt halt ab, weil ein Datum falsch ist oder sonst was, dann haben Sie ein Problem. Ja? Müssen Sie halt diese typischen Nachroutinen dann am nächsten Morgen. Ja, genau. Ja. Aber es sind eigentlich im Prinzip so fast alle Daten validiert, die Sie hinten rausbekommen, also die Sie nachgelagert bekommen. Im Front Office ist das ein bisschen was anderes. Ja. Da gibt es dann kurzfristige Routinen. Ja. Ja. Sie haben über Zielarchitektur gesprochen. Inwiefern werden die Daten auf dieser Plattform dann abgebildet? Sind das noch Data-Warehäuser, wie man es im klassischen Stil gemacht sind, werden neuere Technologien verwendet? Also wo sehen Sie da aktuell, wo die Richtung hingeht, wie man das technisch modelliert und mit Technologien ist das eine. Ich wollte mal sagen, also dieser Vortrag ging jetzt um eine zentrale Datenplattform, ja, weil wir gesehen haben, dass viele Häuser das eben so umsetzen. Wir kennen auch Häuser, wo das eben nicht zentral ist, ja, wo man verschiedene Wege in verschiedene Systeme hat, meistens anbieterabhängig. Da hat man eine große Refinitiv-Lösung, eine große Bloomberg-Lösung. Ja, und wir wollten einfach dafür plädieren, zentral ist schön. Die müssen das dann halt ummünzen, die Daten, in ihre eigene Technologie. Und da ist auch jeder Plattform, die ist, ich meine, die, ich habe sie ganz vorne gezeigt, so ein paar. Ja, das sind so die typischen Anbieter. Es gibt natürlich noch, es gibt unendlich viele. Ne? Wenn Sie eine Ausschreibung machen, sagen, hey, wir möchten eine Daten- und Datenplattform einbauen, dann kriegen Sie mindestens mal 40 verschiedene Offerings, ne, wo Sie ausselektieren müssen. Und wir haben einfach, aus unseren Projekten wissen wir, dass diese Plattformen einfach unterschiedlich sind. Ja? Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten in Geschwindigkeit. Ja? Und das ist auch so ein bisschen, was Sie sich für sich festlegen sollten, ist, was ist mir das Wichtigste? Ist das die Datenqualität? Ist das die Datenabspeicherung, wie zum Beispiel so eine Art Open Source, ich meine, wahrscheinlich kennen Sie die auch schon, ja. Das ist einfach, dann haben Sie ein Backup, ein sehr, sehr solides Backup und Historie, die astrein ist. Ja. Brauchen Sie das in Ihrem Case oder möchten Sie lieber nehmen, jetzt die Geschwindigkeit wichtig, ne? Das macht dann eine andere Plattform zum Beispiel. Ja. Genau. Also es geht das eher darum zu sortieren. Also wir haben jetzt nicht gesehen, dass es jetzt eine Schlüsseltechnologie gibt, die alles liefert auf einmal, sondern es gibt einfach diese ganzen Anbieter, die jeweils eine Technologie verwendet und die auch nicht das mal ad hoc umschalten, dann sagen wir, nehmen jetzt eine andere Technologie, weil sie gerade in Mode ist, sondern sie haben halt ihre Technologie und versuchen, die halt aufzubauen. Ne? Und da muss man halt einfach gucken, was sind die Vor- und Nachteile. Und ja, ich glaube, da darf man sich nicht täuschen lassen von irgendwelchen Angeboten, sondern man muss wirklich klassisch, was sind unsere wesentlichen Kernpunkte und auch Nachteile, so wie ich es vorhin gesagt habe, ja, dass man nicht sagt, irgendwie, ah, das ist bestimmt ganz wichtig, Schnelligkeit ist unser Hauptziel. Ja, und dann zum Schluss, ja, eigentlich machen wir gar keine Realtime, wir brauchen nur Niche oder Shorttime und nachgelagert, deswegen war das aus unserer Sicht dann die falsche Entscheidung. Wenn es keine Fragen mehr gibt, wir sind auch noch den ganzen Tag da. Genau, natürlich. Können wir uns gerne noch face-to-face unterhalten. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Danke.